Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Online-Stream von Gustav Mahlers Das Lied von der Erde mit dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester und den Solisten der Oper Frankfurt, Katharina Maghiera und A.J. Glückert. Das Lied von der Erde ist sicherlich Mahlers persönlichstes Werk, in dem er die Intimität des Liedes mit der Monumentalität einer Sinfonie verschmelzen konnte. Ein groß angelegter sinfonischer Dialog zwischen zwei Singstimmen, in unserem Fall Tenor und Alt. Die großen Themen und Gegensätze, Diesseits und Jenseits, Werden und Vergehen, Traum und Wirklichkeit, Leben und Tod, werden uns vor Augen und Ohren geführt. Es ist bedrückend und trostspendend zugleich. Das ist natürlich eines der Gründe, warum wir uns für dieses Stück entschieden haben. Zumal jede Aufführung in unserer jetzigen Pandemiesituation zusätzlich an Aktualität gewinnt. Mahler selbst hatte Berichten einiger seiner Zeitgenossen zufolge abergläubische Angst vor einer 9. Sinfonie, die für Beethoven und Bruckner die letzte ihrer Gattung gewesen waren. Im Grunde genommen handelt es sich nun beim Lied von der Erde also um einen sinfonischen Liederzyklus, der auf schmerzvolle und gleichzeitig ironisierende Weise die Endlichkeit des Lebens aufdeckt. Die Texte des 1908, 1909 entstandenen Werkes stammen aus der Sammlung Die chinesische Flöte von Hans Bethge. Mahler war fasziniert von der Gelassenheit des deutschen Lyrikers, der von der chinesischen Weisheit inspiriert die letzten Dinge anspricht. Es waren ursprünglich über 80 Nachdichtungen von verschiedenen chinesischen Dichtern. Mahler wählte schließlich 7 aus und formte daraus ein Werk über die Flüchtigkeit des Lebens und über die Unendlichkeit. Eine Vision des Menschen, der sich in ewiger Natur auflöst. Dazu zieht sich ein orientalisches Grundprinzip durch das Lied von der Erde mit seiner Yin-Yang-Polarität, mit den Gegensätzen von Nacht und Tag, Herbst und Frühling, Jugend und Tod, Rausch und Meditation. Mahler verdeutlicht den orientalisch-asiatischen Bezug noch durch die in allen 6 Sätzen vorherrschende halbtonlose Pentatonik, das in Asien am weitesten verbreitete Tonalitätssystem. Außerdem setzt Mahler hier die Technik der Heterophonie ein, die Adorno auch unscharfes Unisono nennt. Mit Das Lied von der Erde hat Mahler der Nachwelt eine Menge von Rätseln aufgegeben. Eines der Geheimnisse der ungewöhnlichen Wirkung und Kraft liegt vielleicht in der Vereinigung scheinbar unvereinbarer Themen, Stimmungen und Formen. Die Fassung des Komponisten Jens Joneleit, die Sie heute hören werden, ist 2011 für eine reduzierte Orchesterbesetzung an der Oper Frankfurt entstanden. Dabei handelt es sich um keine Umarbeitung. Die Grundstruktur ist erhalten geblieben, keine Töne sind weggefallen. Ein Glücksfall, also in diesen Zeiten, wo große Orchesterbesetzungen aus verschiedensten Gründen schwierig auf die Bühne zu bekommen sind. Lassen Sie mich dazu auch noch ein paar Worte verlieren. Unser letztes sinfonisches Konzert in der Alten Oper, unser letztes Museumskonzert, ist nun auch schon etwa 5 Monate her. Die letzte Vorstellung auf der Bühne des Opernhauses war im Oktober vergangenen Jahres, also ebenfalls vor fast 5 Monaten. Ein Tiefschlag für ein großes Orchester wie das Frankfurter Opern- und Museumsorchester. Und den meisten Kulturorchestern geht es ähnlich. Ein Tiefschlag auch für die vielen Sängerinnen und Sänger, die sich nicht vor Publikum präsentieren können und denen eine direkte Publikumsreaktion immens fehlt. Auf der Suche nach Möglichkeiten, in einer aktuell größtmöglichen Besetzung wieder zusammen musizieren zu können, haben wir uns diese Form und dieses Programm gewählt, um Sie, liebe Freundinnen und Freunde der Museumskonzerte und der Oper Frankfurt einzuladen, an diesem Stream teilzunehmen. Es soll Trost und Freude gleichzeitig spenden
und etwas über diese stille, kulturlose Zeit hinweghelfen. Hoffen wir auf bessere Zeiten und eine schnelle, effektvolle Immunisierung, damit ein normales Leben mit unserer sonst so reichhaltigen Kultur, Kunst und Genuss wieder möglich werden. In diesem Sinne genießen Sie jetzt das Lied von der Erde. Thank you.
Das Firmament blaut ewig und die Erde wird lange feststehen und aufblühen im Lenz. Oh.
Du hast mit den Augen
Teichen steht ein Pavillon aus grünem und aus weißem Porzellan. Alles auf den Kopf stehend in dem Pavillon aus grünem und aus weißem Porzellan. Wie ein Halbmond steht die Brücke, umgekehrt der Bogen, meine schön gekleidet. Trinken, plaudern.
Traumlich bist du meine Tür, oh
Thank you.
Thank you.